Um es simpel zu machen, Muskel hat zwei Grundzustände. Entweder ist da was ineinander eingehakt, so wie die beiden jetzt, oder das ist nicht ineinander eingehakt. Das ist Aktin und Myosin. Wurscht, wie das heißt. Eingehakt, nicht eingehakt, diese Köpfchen. Wenn jetzt einer kontrahiert, also das sind zwei Mikromuskelbausteine, ein Sarkomer nennt man das dann halt. Das heißt, also die Begriffe, das Prinzip versteht man. Das heißt, solange die beiden zusammenhängen, können die Kraft aufbringen. Dann kann ich an denen ziehen und pseudodehnen oder die können sich zusammenziehen. Also wenn die auf dieser Größe sind hier, zusammenziehen. Dann macht mein Arm das. Hier. Das ist die Geschichte. Wenn ein Muskel entspannt, dann löst sich diese Verbindung wieder. Und dazu braucht es Energie. Energie im Sinne von ATP, das ist nun mal der Baustoff. Wenn diese Münze in den Automaten geworfen wird, dann bumm, kann der auch wieder loslassen. Aber dafür braucht es die Münze und jemanden, der die in den Automaten wirft. Was das in den Automaten wirft, ist unser Gehirn oder unser Rückenmark. Das sagt nämlich loslassen. Wenn es das sagt und das kommt da an und wenn Energie da ist, dann kann ein Muskel entspannen und länger werden. Und löst diese Verbindung. Und löst diese Verbindung auf. Genau, löst diese Brücke. Was heißt ATP jetzt nochmal? Adenosintriphosphat. Deshalb sagt man ATP. Das sind bei manchen Begriffen so. Was ich möchte, was ihr davon mitnimmt, weil das auch selbst bei den Physiotherapeuten und oft in Vergessenheit gerät. Das ist die neurophysiologische Grundlage dafür, dass Entspannung muskulär ein aktiver Vorgang ist. Ich kann nicht entspannen passiv, selbst wenn ich tot bin, wenn ich hirntot bin, sind meine Muskeln nicht entspannt, sondern die werden rigide und steif. Das heißt, und es ist nicht unser natürlichster Zustand, wenn wir nichts tun, entspannt zu sein, dann werden wir brettsteif. Und ich glaube, das lohnt sich als Körpertherapeut, das auf dem Schirm zu haben. Es muss hier irgendwas passieren, es muss Energie da sein, damit das locker lassen kann. Das ist nicht einfach so.